Ah, da brauche ich eine Sicherung. Sicherungskastengedöns oder was weiß ich, was das hier für ein Teil hier ist. Was sind das für Räume? Wie kommst du denn da bitte rein? Wie kommst du denn in solche Räume rein? Hast du hier mal eben irgendwo ein Geländer, das einfach mal eben abstürzt und dann mit der Knarre hier einfach hoch und runter fahren lässt oder wieder was? Überall ist die Zeit um 3.30 Uhr stehen geblieben. Oder um 15.30 Uhr, je nachdem. Puzzle Element Introduction. Jump Cubes. Stand on Jump Cube to launch yourself upwards. Happy jumping! Hey Astra, are you sure there isn't a shortcut or something we could take? The whole center is made up of puzzle areas. Trust me. This is the fastest route. Additionally, your job is a puzzle operative. It is your directive to complete these puzzles. Right. And it's never too late for a career change either. Oh, das Ding kannst du bewegen. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, das würde da fest montiert sein. As you are having trouble remembering, I am authorized for you to complete our new employee questionnaire. Question 1. What is your name? Aria. Full name? Aria Adams. Question 2. What is your age? 27, I think. Wow, you look great for your age. Okay. Question 3. Have you had genocidal, world-ending tendencies or thoughts in the last 6 to 8 months? What? No. What kind of question is that? Question 4. Do you like cats? Oh my gosh. Thank you for completing our new employee questionnaire. Cats has been added as a like to your staff profile. Was war denn Frage 3 bitte für eine Frage? Ich brauche, glaube ich, mehrere Sachen. Okay. Da ist das Teil. Und wie kriege ich jetzt... Wait, wie kriege ich das Teil hier hoch? Hä? Oder brauche ich das nicht? Ja, hier ist ja kein Würfel. Das benötige ich, um... Ah, warte. Ah, warte, warte, warte. Nee, warte. Nee, nee. Nee. Mm-mm. Verdammt. Ich habe mir nämlich gerade gedacht gehabt, was ist, wenn ich den Würfel als eine Art Fahrstuhl verwende? Oder das hier. Wobei, nee, das kann ich nicht als Fahrstuhl verwenden. Aber ich kann den Würfel eventuell als Fahrstuhl verwenden. Dann kommt die Platte da drauf und ich gehe irgendwie hoch. Oder beziehungsweise hol das hier hoch. So in der Richtung. Weiß noch nicht genau wie. Ellie Sullivan. Mega tolle Präsentationsidee. Tom, sorry, ich bin's wieder, Tom. Tom, der Typ mit den Ideen. Du kennst mich. Du kennst mich. Ich hatte gerade eine Hirnwelle. Wie sieht's mit Entropiefußball aus? Eine Hälfte des Teams reist vorwärts in der Zeit, die andere Hälfte rückwärts. Ist das cool. Und all Schuhe sind mit Entropieenergie geschnürt und... Oder alle?
Und jedes Mal, wenn sie den Ball treffen, verändert die Entropie die Zeitrichtung. Oh, die Möglichkeiten sind endlos. Das wird der Hammer. Panda-Bären retten, Waldbrände stoppen, die Klimakrise bekämpfen? Vergiss es, wir haben jetzt Entropie-Fußball. Hey Tom, danke für deine Nachricht, aber ich möchte dich nochmals auf meine vorherige E-Mail verweisen. Das kam etwas unprofessionell rüber. Du solltest deinen Vorgesetzten fragen, bevor du Präsentation direkt an mich sendest. Ihr sollt derlei Einsendungen vielleicht zuerst intern besprechen, damit sie genehmigt werden können. Okay. Eric Knowles? Hier ist Ellie von der Entwicklungsplanung. Bei mir gehen immer wieder Präsentationen von einem gewissen Tom ein. Krass kommerzielle Präsentationen. Ich wollte nur sagen, dass ich sein Selbstvertrauen zwar bewundere, er sollte es aber ein bisschen zurückschrauben. Ich möchte nochmal wiederholen, dass das Entwicklungsteam nach humanitären Lösungen mit Entropieenergie sucht. Vielen Dank. Schön von dir zu hören. Oh Gott, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, dass Tom dir Präsentationen schickt. Die sind definitiv nicht über meinen Tisch gegangen. Tom ist immer so. Er hat die tollsten Ideen, aber manchmal geht es mit ihm durch. Ich glaube, er ist einfach nur so froh, hier zu arbeiten. Ich werde ihn anweisen, mit neuen Ideen zuerst zu mir zu kommen. Vielen Dank. Okay. Entropiefußball. Was ist denn das für ein Chaos? Da weiß ja hinten und vorne nichts. Oder kann ich das? Nein, oder? Nein, das geht nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, das sieht nicht so aus. Nee. Ich kann es nicht hochziehen. Ich kann es nicht hochziehen. Wie zum Geier löse ich denn das Problem jetzt? Wahrscheinlich ist die Lösung ziemlich simpel, wa? Oh, das würde wahrscheinlich nur nicht mal funktionieren, so wie das aussieht. Ja, okay, das funktioniert dann gar nicht. Oh, das funktioniert. Wait, wie habe ich das denn jetzt hinbekommen? Der Würfel ist drauf, aber wird nicht weggeschleudert? What? Okay. Kann ich da drauf jetzt eigentlich? Nein, ne? Ich komme nicht auf die Kiste, sag mal, wie klein bin ich denn bitte? Oder vielleicht sowas? Was war das denn? Nee,
Wenn ich mich ducken könnte, dann vielleicht, aber so komme ich nicht ran. Nee, es funktioniert nicht. Stell ich mich gerade blöd an? Ich glaube, ich stelle mich gerade blöd an, wa? Ah, verdammt. Oh Gott, bin ich blöd. Oh Gott, bin ich blöd. Ups. Oh, scheinbar wird das wohl doch gezählt. Ja. Ha. Interessant. Note: Jumping onto a jump cube from a higher area will spring you further. Just remember to bend your knees when you land. Okay. Ah, oh, verdammt, da muss ich auch noch. Im Endeffekt ist es quasi hier so ein bisschen so, wie als würdest du einfach halt nur zurück- und vorspulen, um deine Aktionen, die du getätigt hast, einfach wieder zu machen. Was? Es ist wie, als würdest du einfach nur deine Dinge, die du getan hast, einfach vor- und zurückspulen, um dann irgendwelche Orte zu erreichen, die du sonst nicht erreichen würdest. Shit. Okay. Bin ich so Panne und guck einfach mal irgendwo in die Landschaft und merk nicht, wo ich hinlaufe. Ah, das hört sich nicht gut an. Okay, good. Quicker I solve this, quicker we can get there. Wait, what? Oh, wow! Jetzt fliegen sie beide. Eins. Oh.
Oh, merkwürdig aussehender Frosch, du. Meins? Okay. Dass die so interagieren, das ist interessant. Erde zurückspulen? What? Oh, lass mich raten. Man hat das bereits getan. Deswegen ist die Menschheit einfach mal eben verschwunden. Weil es ja nicht auf organischen Dingen funktioniert. Man soll das nicht auf der Katze, Bürokatze, irgendwie machen, weil das ja angeblich nicht funktioniert oder weil, keine Ahnung, was ist. Man das Lebewesen umbringt damit. Und man hat das bereits getan, weil die Erde zurückgespult worden ist. Aber die Dinge, die passieren immer und immer und immer und immer wieder. Und ich bin die einzige lebende Person noch. Ich bin doch im Weltall, also. Sieht nicht gut aus. What? Da ist aber da draußen. Notausgänge? Warum Notausgänge? Was ist das? Ja, scheint wohl wichtig zu sein. Das hört sich an, als wenn da ein Monster irgendwo in der Richtung wäre. Oder ein Wal. Geil, bricht wieder alles zusammen hier. Okay.
Thanks, Astra. Let's keep going. Emergency doors have been opened. Okay, hat man quasi diese ganze Entropie-Sache hat irgendwie dafür gesorgt, dass scheinbar die Erde auseinandergerissen wird. Weil scheinbar wohl irgendwie Raumzeit irgendwie kaputt gerissen oder was weiß ich was, wegen dem ganzen Hin- und Herreisen. Und weil das aber scheinbar schon mal passiert ist, oder zur Vorsorge, falls da irgendwas passieren sollte, hat man hier so eine Entropiekanone in XXL-Format gebaut, damit man einfach jederzeit die Erde wieder zurückspult. Aha. Aber bedeutet das dann nicht dann eigentlich, dass dann alles und jeder auch da tot ist? Ich meine, wenn das bereits passiert ist, dann dürfte da keiner mehr leben. Selbst mit dem Zurückspulen nicht. Da ist das Gesicht wieder. Observation. Puzzle operative looks concerned. Deploying emotional support. Hello, Aria. How are you today? What's your favorite color? Thanks, Astra. I'm fine. I'm just taking a minute. So, that device can rewind Earth? Exactly. Okay. And then what? Once Earth has been rewound in time, the Entropy Center automatically sends the data to Earth, allowing them to realign their timeline to a more positive outcome. Right. Well, let's hope so. Ja, bis dann der Punkt kommt, wo es nicht... Note. This is not level 4. This is a wall. Oh, echt? Hold on. Why are you screaming? Oh, I was just copying. I thought that's what we were doing. I think I saw an opening a few floors up. Directive. Try rewinding the lift. Und das war gerade die Gravitation, die mich killen wollte. Hä? Oh. Hallo? Was ist das? Mooncrust Concrete? Beton vom Mond? Wieso ist hier ein Reset-Knopf? Huch! Hi! Brauche ich dich für irgendwas? Nimm dich mal mit. Hüpfte gerade der Würfel vor Freude? Geht denn da ab? Was war das denn da gerade? Where are we? We are located in puzzle areas 201 on level minus 4. This is the fastest route to the reactor. Oh, hier oben ist gar nichts. Ah, hätte sein können. Hätte ja sein können, dass da oben irgendwas ist. Ich brauche die Sprungplattform für irgendwas. Huch! Jetzt nimm das Ding doch mal auf da.
Ach so, ich brauche es hierfür. Offenbar. Weil ich wieder so eine komische Sicherung mir holen muss. Die keine Ahnung wo ist. Hallo? Game? Ich brauche eine Sicherung. Die Kiste hier sieht verdächtig aus. Ach so, du bist die Sicherung. Na dann. Ich weiß nicht, dass du quasi in den Innenbereich bist, aber gleichzeitig hier Regen hast. Gemixt mit diesem doch sehr natürlichen Aussehen. Das ist irgendwie cool. Ich mag sowas. Vor allem, wenn du dann quasi dann auf einmal diese vom Mensch gemachten Sachen dann auf einmal siehst. Das ist ein interessanter Mix. Wait. Sind die... Ist das das Ding von Portal? Ja. Is Whiplash part of the experience too? Ouch! Please fill in an injury report at the end of the exercise if you experience any personal injury. Would you like me to request a cold compress from the medical team? I don't think there's any medical team alive, Astra. Thanks for looking out for me. Would you also like me to make an appointment with a doctor about your funny-shaped head? What? My head is fine. So rude. Wieso, was ist denn mit ihrer Birne? Aber ja, das Teil ist wie von Dingensbums, Portal. Stellt sich drauf und wird weggeschleudert. Oder ein Würfel würde weggeschleudert werden. Eins von beiden. Wie komme ich darüber? Ach so, mit dem Teil. Aber das Teil ist ja nicht aktiv. Ach. Das Ding ist aktiv. Merk gerade, diese Time Gun, die macht sich, oder Entropie, Gewehr, wie auch immer, macht sich irgendwie gut auch als Mixer, ne? Weil da vorne ja irgendwas am Drehen ist, wie blöde. Was ist denn das? Achso, ich wollte schon sagen, was ist denn das für ein komisches Magazin, wo Gras drauf wächst? Warum zum Geier verkauft man denn sowas? Meet Puzzle Exercise Assistant. Yep. Habe ich schon bereits. Solve Puzzles. Generate Entropy Energy to Charge Entropy Device. Use Entropy Energy to Rewind Earth and make a better tomorrow. Ich sag ja, entweder hat man quasi diese ganze Entropie-Technologie falsch genutzt, zu oft genutzt oder was auch immer und das zerfetzt mal eben dann die Erde, weil sie quasi durch Raumzeit auf einmal geschleudert wird. Durch das ganze Nutzen der Entropie-Gedönse. What the fuck war das denn? See that? See what? I don't think we're alone. My rear view camera is quite limited. I do, however, have a great view of your chin. Seriously, someone's here. Ein Schatten von Mensch? Oder was? Und
Ja, wie gesagt, diese ganze Entropie-Technologie wurde zu oft benutzt oder falsch benutzt oder irgendwas ist passiert, wodurch jetzt quasi dann die Erde irgendwie durch Raumzeit geschleudert wird und dadurch zerrissen wird. Und das halt, Make a better tomorrow ist halt einfach nur deswegen, weil die Erde immer und immer und immer und immer und immer wieder zerrissen wird. Weil ohne diese Entropy Gun würde die Erde einfach in die Luft fliegen.